gerade in der Demokratie ist ja auch die Minderheit oder auch die abweichende Meinung eigentlich ein wesentliches Element. Also ich widme mich auch Ländern und Sprachen, denen sich sonst viele nicht so widmen. Es geht ja nicht nur darum, junge Gegenwartsstimmen zu entdecken, sondern es geht in der Verlagsarbeit oder überhaupt in der Arbeit im literarischen Feld auch darum, Altes zu pflegen. Es sind Texte, die vergessen sind oder nie nach Deutschland kamen, aber es sind auch häufig Regionen, die an der Peripherie sind. Also wer liest schon färöische Literatur oder litauische oder mazedonische? Und die Arbeit mit den Übersetzern war immer das, was ich am faszinierendsten fand und auch am bereicherndsten. Ein bewusster Weg in die Nische war das auch. Dass aber wir Kleinverlage, das höre ich zumindest auch aus dem Buchhandel, auch in der Summe eine relevante Größe ergeben und auch einfach eine ganz wichtige Rolle übernehmen, ich glaube, davon wissen viele nicht so viel. Wenn man Verlag unterstützt, heißt das natürlich auch einfach, dass alle Beteiligten an dem Buch besser gestellt sind und bessere Voraussetzungen haben.